Herzlich willkommen zur Aufnahme des Webseminars Environmental Peacebuilding mit Dorothea Hamilton von der Universität Gießen. Das Webseminar hat stattgefunden am 6. November 2021 im Rahmen des Projekts Share Peace. Weitere Informationen dazu unter share-peace.de. Mein Name ist Christian Oberle und ich bin Bildungsreferent in diesem Projekt. Im Rahmen dieser Aufnahme wird ausschließlich der Vortragteil zu sehen sein. Die anschließende Diskussion mit den Teilnehmenden haben wir aus Datenschutzgründen nicht mit aufgenommen. Leider hatten wir während des Webseminars teilweise Verbindungsschwierigkeiten, weshalb die Qualität der Aufnahme unbefriedigend ist. Gleichzeitig denke ich, dass trotzdem zentrale Inhalte gut zu verstehen sind. Ich wünsche viel Spaß. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Dorothea Hamilton und das Thema, was mir gegeben wurde, war ja Environmental Peacebuilding. Ich habe dem noch einen Untertitel gegeben, weil das mir sonst zu groß war. Also die Frage, mit der ich mich auch ja in letzter Zeit als Forschungsfrage beschäftige, nämlich unter welchen Umständen kann Natur oder Naturnutzung zu Frieden führen, beziehungsweise mehr zu Frieden führen als zu Konflikt. Und dem wollen wir heute ein bisschen nachgehen. Was erwartet uns? Zunächst werde ich ein bisschen ja so eine Einleitung geben zu der Frage Einfluss von Umwelt auf Gesellschaft. Ist das ein Fluch oder ein Segen? Da gibt es verschiedene Theorien zu. Dann werde ich ein bisschen auf die konflikthaften Umgang zwischen, also die Wechselwirkung von Ressourcen und Konflikt eingehen. Dann aus meiner eigenen Forschung zu Gold in Kolumbien berichten und dann auch noch anderswo und dann übergehen zum Environmental Peacebuilding. Also wie kann man eigentlich wegkommen von dem Konflikt hin zum Frieden? Was heißt das für die Forschung? Was heißt das für die Praxis? Dafür werden wir uns nochmal angucken, was ist eigentlich Konflikt oder was könnte es sein? Was ist Frieden und was ist unter Environment gemeint? Und dann gehen wir durch verschiedene Case Studies. Ich muss an dieser Stelle schon mal sagen, ich habe natürlich nicht alle diese Case Studies selber untersucht. Ich habe die zu einem großen Teil aus irgendwelchen von anderen Menschen oder aus Publikationen. Das heißt, ich kann auch nur da sagen, was die sagen. Ich kann nicht selber sagen, ob das wirklich so ist, wie sie das meinen, ob das nur auf dem Papier funktioniert oder auch nicht. Ich bin auch nicht total drin in jedem der einzelnen Case Studies. Ich kann es nur vorstellen und mit euch dann gemeinsam diskutieren oder weiterdenken oder Fragen formulieren. Die Frage, mit der ich in meiner Doktorarbeit mich viel halt beschäftigt habe, weil sie doch immer wieder, erstaunlicherweise, immer wieder aufkommt, ist halt diese Frage, sind Ressourcen ein Fluch oder ein Segen? Das sind die Ressourcenfluchtheorien. Dies ist ziemlich unglücklich. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, weil dabei überhaupt nicht klar ist, was eigentlich Ressourcen sind und wann sie eigentlich dazu führen, dass sie positive oder negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Dabei dominieren zwei Narrative. Das eine kommt vor allem aus Lateinamerika. Man sieht es auch noch, ist von einem spanischen Vortrag von mir. Das ist der Bettler auf dem Sack voll Gold. Also das ist eine Narrative, die kommt in fast allen Schulbüchern in zum Beispiel Peru vor. Man sagt, Humboldt hätte es gesagt oder auch Antonio Raimondi, verschiedene Entdecker. Wahrscheinlich hat es keiner gesagt, aber es ist die Idee, dass man sagt dann, Peru sei ein Bettler auf dem Sack voll Gold. Also wir haben ja alles und wir müssen es nur nutzen und dann geht es uns gut. Also im Prinzip auch die Frage, wann können wir Ressourcen für den Frieden nutzen? In dieser Narrative oder Geschichte, die da erzählt wird, wird davon ausgegangen, man muss vor allem unterirdische, natürliche Ressourcen nur ausbeuten, dann wird es allen gut gehen. Ich habe das hier mal mit diesem Foto, was ich in Bogotá aufgenommen habe, etwas illustriert. Das ist, hier kann man Gold kaufen und verkaufen und hier schläft jemand, der auf der Straße wohnt, davor. Also die Idee, es ist doch genug da, wenn wir es richtig nutzen, geht es allen gut. Das ist die eine Narrative, die im Diskurs, auch im wissenschaftlichen, auch im politischen, insbesondere in Lateinamerika viel benutzt wird, dominiert. Auf der anderen Seite die Idee, dass es einen Ressourcenfluch gibt. Also dass Ressourcen, weil sie da sind, immer zu negativen Ereignissen in der Gesellschaft führen. In der wissenschaftlichen Literatur können das dann Bürgerkriege sein, es kann Inflation sein, also wirtschaftliche Aspekte, soziale Aspekte wie Ungleichheit oder auch ökologische, wie man hier sieht.
In jedem Fall wird in dieser anderen Vorstellung von dem, was Ressourcen bzw. Ressourcenreichtum ist, hervorgehoben, dass das zu negativen Ereignissen in der Gesellschaft führt, also das Vorhandensein einen bestimmten Einfluss hat. Das ist das, ja, was seit einigen Jahren und was man in der wissenschaftlichen Literatur diskutiert wird. Es gibt da natürlich immer wie immer erbitterte Kämpfe. Ist es das eine oder das andere? Normalerweise sagen eher Ökonomen, dass hochpreisige natürliche Ressourcen, also wie man hier oben in der Mitte sieht, habe ich jetzt hier beispielsweise Gold oder Erdöl hingestellt, dass die ein Vorteil für ein bestimmtes Land, für ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region sind. Dabei wird in dieser Diskussion sehr selten über regenerative Ressourcen gesprochen, also zum Beispiel Holz oder Wasser, aber auch das wird mit aufgenommen. Das ist so ein bisschen der Anfang davon. Wenn wir uns mit Ressourcen oder Umweltnutzung beschäftigen, finde ich es wichtig, dass wir immer auch auf die konflikthafte Geschichte eingehen, die mit diesem ja traditionell sehr unterdrückenden Mechanismen einhergeht. Also wenn man es auf Gold und Lateinamerika bezieht, dann sieht man hier schon ganz am Anfang, wie es sich Matthias Merian vorgestellt hat, dass die Einheimischen Christopher Columbus ihr Gold schenken. Später wird dann der Inka-König Atahualpa von den Spaniern besiegt, soll vom Tode verschont bleiben, wenn er den Spaniern all sein Gold gibt. Also 3 Zimmer voller Gold, so heißt es, macht er auch. Trotzdem wird er ermordet. Später werden die Einheimischen und die Natur um sie herum ausgebeutet von den Spaniern, um eben dieses wertvolle Gut zu bekommen. Und das Gleiche geht bis heute. Also da steht, die Adern Lateinamerikas sind immer noch offen. Das bezieht sich auf ein Buch, wo genau diese ausbeuterische Herangehensweise angeprangert wird. Also es ist eine sehr konflikthafte Geschichte und man sieht auch immer wieder diese Verbindung zwischen Eroberung von Menschen und Eroberung von Natur, um an bestimmte Ressourcen dranzukommen. Das Ganze wird illustriert von diesem Zitat, was ich hier unten hingeschrieben habe, was aus Lateinamerika auch kommt. Also ich habe es übersetzt: Gold wurde zu einem Paradox und einer Illusion für die Ärmsten, die in Armut und der anhaltenden Krise bleiben, während sich andere daran bereichern. Das ist ein kleiner Exkurs. Ich finde es trotzdem immer wieder wichtig, dass wenn wir über Naturnutzung, über Naturausbeutung sprechen, dass wir dann auch immer über unsere eigene, ja, den Anteil auf jeden Fall unserer Länder daran sprechen, dass dieser Naturnutzung sehr oft mit Unterdrückung einhergegangen ist. Die Konflikte, die Das sind die beiden Arten von Umweltkonflikten, die sehr viel thematisiert wurden. Jetzt konnte ich aber feststellen in meiner Forschung, dass das nicht ausreichend ist, dass nicht alle Konflikte um Umwelt in eine von diesen beiden Kategorien fallen. Und deshalb habe ich ja noch eine dritte Art von Konflikten aufgemacht, die ich Definitionskonflikte nenne, wo es eben nicht darum geht, dass alle das Gold haben wollen oder dass das Gold genutzt wird, um Bürgerkriege zu finanzieren in dem Fall, sondern dass es unterschiedliche Definitionen und Vorstellungen dessen gibt, wie eben Naturnutzung stattfinden soll. Also ist es wichtig, dass an dieser Stelle, wo sich diese Menschen gerade befinden, dass da Gold abgebaut wird oder dass soll da das Wasser geschützt werden. Das sind, finde ich, sehr, sehr spannende Konflikte, weil es eben nicht darum geht, dass die Natur direkt, weil etwas da ist, zum Beispiel weil Gold da ist, etwas induziert. Also es gibt nicht unbedingt einen Konflikt, weil Gold da ist, sondern es geht im Prinzip darum, wer hat die Macht darüber zu bestimmen, ob hier Gold abgebaut werden soll oder Wasser geschützt werden soll. Also diese Art von Konflikte sind auch eine weitere konflikthafte Verbindung. Jetzt nochmal zum Beispiel Gold, weil es, wie gesagt, mein Forschungsthema war.
Warum ist Gold insbesondere so konflikthaft? Also um diese 2 Gramm Gold hier abzubauen, braucht es so viele Schubkarren an Erde. Also 2 Gramm Gold sind in über einer Tonne Erde, dann ist viel Gold da. Und man braucht zusätzlich noch Cyanid, das ist so etwas wie Blausäure. Was man hier unten sieht, ist ein kolumbianischer Kleinbergmann, der das Erz gefördert hat, aus dem dann das Gold rauskommt. In jedem Fall brauchen wir, um sehr geringe Mengen an Gold zu fördern, braucht es erstens, wie gesagt, sehr viel Erde und zweitens immer eine Chemikalie und es wird normalerweise dabei Wasser verschmutzt. Gleichzeitig gibt Gold natürlich die Möglichkeit eines sehr hohen Einkommens. Also eins von diesen Plättchen, 1 Gramm kostet derzeit wahrscheinlich so 40 Euro, was natürlich für Menschen in bestimmten Ländern ein Tageseinkommen ist. Jetzt kurz der Exkurs dazu, also welchen Einfluss Gold auf den bewaffneten Konflikt in Kolumbien hatte. Dort gab es ja die FARC, die hat dort vor 5 Jahren etwa den Friedensvertrag unterschrieben. Und wir sehen hier unten, ich habe mal probiert hochzurechnen, dass die, das ist leider nicht drin, man sieht, habe ich probiert rauszufinden, wie viel Einkommen sie aus Kokain generiert hat und wie viel aus Gold. Und wir können sehen anhand meiner Daten, dass wahrscheinlich das Einkommen, das aus illegalen Grabungen kam, für die FARC mitunter am höchsten war. Das heißt, wir haben ganz viel illegal generiertes Geld über ganz viel Umweltzerstörung, was dann ganz viel Gewalt auslöst. Und man sieht in diesem oberen Beispiel, sieht man, dass der Großteil des Goldes, was in Kolumbien gefördert wurde, also der schwarze Teil, aus informellen oder illegalen Quellen kommt. Und wir haben in Ländern wie Kolumbien, aber auch zum Beispiel in Brasilien oder in Peru, ganz viel illegale Ausbeutung, vor allem über Flüsse. Ach, da habe ich es. Und das sieht dann so aus. Das war eine Grabung, die ich besuchen konnte. Also es werden riesige Löcher gebaggert, in denen sehr nah an den Häusern von den Menschen, in denen dann so über solche Maschinen das Gold separiert wird. Hinterher bleibt natürlich die Mondlandschaft. Die Menschen verkaufen ihr Gold einfach in irgendwelchen illegalen Läden, auf die der Zugang hat. Und kurz um zu illustrieren, Ressourcen, sehen wir hier der Fahrer, der mich zu dieser illegalen Grabung gefahren hat. Und man sieht ihn dabei, wie er sein Motorrad wäscht. Habe ich deshalb mit aufgenommen, weil er, als wir an der Grabung ankamen, einen Telefonanruf erhielt und gesagt hat, warum fährst du hier eigentlich irgendwelche Gringas durch die Gegend, also Ausländerinnen. Und er hat gesagt, nee, das mache ich gar nicht. Und er hatte dann so viel Angst um sein Leben, dass er dann extra mit mir noch eine extra Runde gefahren ist, extra sein Motorrad noch gewaschen hat, dass niemand auf die Idee gekommen wäre, dass er da tatsächlich war. Weil sonst durch das generierte Einkommen, was dadurch möglich ist, er sehr gut und gerne in einem von diesen Becken hätte landen können, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es so gekommen ist, weil ich mit ihm keinen Kontakt mehr habe. Aber ich will damit sagen, die Förderung oder die illegale Entnahme von Gold aus der Umwelt generiert erstens sehr viel Umweltschäden, zweitens sehr viel Geld und drittens hat damit immer sehr viel mit Macht zu tun und schürt dadurch ganz stark Konflikte. Ein Mensch, der sich dagegen gewehrt hat, ist dieser sehr mutige Mensch. Der hat sich eben dagegen gewehrt, dass der Fluss, den man eben hier sehen konnte, das war eher in der Zeit, als dort am meisten illegal Gold abgebaut wurde. Er hat sich dafür eingesetzt, dass eine Polizeirazzia zusammen mit dem Militär diese Menschen vertrieben hat. Also dazu wurden dann, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, irgendwie 300 Bagger zerstört und eine riesige Menge an Polizisten und Militär mobilisiert, sodass heute der Fluss so aussieht und die illegalen Grabungen zumindest ein großes Stück zurückgegangen sind. Damit hatte er, ich bin mit ihm unterwegs, auch sehr schnell zu einem von den ermordeten Menschen- und Umweltrechtsaktivisten werden können und ist es auch fast geworden, wie man hier sieht. Also jeder von diesen Balken repräsentiert die Anzahl an
nach dem Friedensvertrag ermordeten Menschen- und Umweltrechtsaktivisten, die sich eben genau gegen Naturzerstörung zum Beispiel gestellt haben. Das sind aber nicht die einzigen Arten von Gewalt, die durch Natur generiert oder verstärkt werden, sondern seit es hier eben diese illegale Grabung nicht mehr gibt, gibt es verstärkt Bestrebungen einer internationalen Mine, dort eben das Gold abzubauen, das vorher durch die illegalen Arbeitenden abgebaut wurde. Und auch dagegen wehrt er sich, weil er sagt, dass der legale Abbau genauso viel Umweltschäden mit sich bringt. Und tatsächlich argumentiere ich in meiner Arbeit, dass der Unterschied zwischen legalem und illegalem Bergbau gar nicht so groß ist, weil in jedem Fall einfach es eine Art von Machtdemonstration ist. Wer kann hier darüber bestimmen, wie die Umwelt genutzt wird? Und nutzen wir, das ist ja von einem Graffiti, mehr das Wasser oder nutzen wir das Gold? Also aus, ja, die chemische Abkürzung für Gold. Das ist die, ja, das war ein kleiner Exkurs aus meiner Arbeit. Da ich mich in meiner Arbeit sehr viel mit Gewalt und Konflikten beschäftigt habe, habe ich danach, also in diesem Kontext von Kolumbien nach dem Friedensvertrag, habe ich dann für mich festgestellt, dass es für mich sehr schön wäre, mehr herauszufinden, wie eigentlich diese positive Verbindung auch sein könnte, weil ich doch sehr gemerkt habe, dass es mich persönlich sehr stark entweder abstumpft oder mitnimmt, wenn ich mich die ganze Zeit mit Gewalt und Konflikt beschäftige. Also die Frage, inwiefern kann Natur oder Naturnutzung oder Teile von Natur eben auch dazu beitragen, dass ein Frieden erreicht wird. Das ist so ein bisschen die Frage, die sich aus dieser Forschung ergibt, nachdem ich eben sehr viel mit umgebrachten Menschen gezählt habe und auch Tote hochgerechnet habe und dergleichen, wollte ich mich auch einfach für mich selber mit einer positiveren Sicht auf die Welt beschäftigen. Dazu kommt, Entschuldigung, ich hatte vergessen, dass diese Folie hier noch ist, dass diese Art von Umweltkonflikt, also das hier oben sieht man eben diese Consulta Popular, die sich gegen die Großmine wendet, passieren auch in anderen Teilen der Welt. Also das hier rechts ist im Norden von Peru, die wehren sich, glaube ich, gegen Erdölförderung. Die hier unten, das ist auch in Zentralkolumbien, geht es auch um Gold. Aber wir sehen, dass es auch Umweltkonflikte ganz bei uns vor der Haustür gibt. Das ist der Konflikt um die A49, die in der Nähe von Marburg gebaut werden sollte, oder auch um den Hambacher Forst. Auch hier geht es darum, dass ja, der Zugang zu Natur Konflikte auslöst, in denen dann ganz stark die Frage ist, wer hat die Macht zu bestimmen, wird dieser Wald hier gerodet, mittlerweile ist er das, oder nicht? Wird der Berg abgetragen oder wird er das nicht? Wird in diesem Fluss Gold abgebaut oder nicht? Wer hat eigentlich da die Macht? Das sind alles verschiedene Arten von Umweltkonflikten, in denen es, wie gesagt, darum geht, wer kann bestimmen, was in diesem Ort wichtig ist. Ist es wichtig, einen intakten Wald zu erhalten oder nicht? Und oft ist das konflikthaft. Und jetzt, wie gesagt, möchte ich die Frage umwandeln in, wie kann es auch zu Frieden führen? Dazu jetzt ein Zitat. Ich hoffe, ihr sprecht alle Englisch. Ich werde es uns auch nochmal übersetzen. Von einem Menschen gesagt wurde, der einen der ersten Peace Parks gegründet hat. Und er sagt, the rivers are shared by more than one country. Also die Flüsse gehören mehr als einem Land. Our mountain ranges do not end abruptly. Unsere Bergketten enden nicht nur, weil ein Politiker aus dem 19. Jahrhundert eine Linie auf eine Karte gemalt hat. Auch genauso der Wind, die Ozeane und der Regen und die Windströme halten sich nicht an politische Grenzen. Die Umwelt ist unser gemeinsames Gut von der ganzen Welt und der End Creation, von der ganzen Schöpfung. Und die gehen auch über die Grenzen hinweg. Also was er sagt, also ihr könnt es euch gerne nochmal so durchlesen, wenn ihr meinem Englisch nicht ganz traut, was vollkommen in Ordnung wäre. Er sagt, dass eben die physischen Grenzen der Welt, also der Natur, nicht mit den administrativen einhergehen. Und weil sie das eben nicht tun, könnte man eben diese natürlichen Grenzen, wie zum Beispiel
oder diese natürlichen Verbindungen vielmehr auch nutzen, um Frieden zu schaffen. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee und da werden wir jetzt mal durchgehen. Das ist genau die Grundidee des Environmental Peacebuilding. Was genau ist Environmental Peacebuilding? Es ist ein Forschungs- und Praxisfeld, was es noch gar nicht so lange gibt. Ich finde das etwas erstaunlich, dass es das nicht gibt. Vielleicht gab es das auch schon immer, es hieß nicht so, dass das, das Wahrscheinlichere. Die Environmental Peacebuilding Association gibt es the Mutual Benefits of Cooperation, also die gemeinsamen Vorteile von Kooperation. Ja, schön. Also es geht darum, und das ist eben das Spannende, aber auch das Schwierige am Environmental Peacebuilding, dass man probiert, verschiedene Ansätze und Praxisbeispiele zu sammeln, in denen es eben funktioniert, dass Menschen über Naturnutzung oder Natur oder Kooperation um Natur einen Weg zueinander finden, was zum Beispiel in Bürgerkriegsländern, aber auch in anderen Bereichen der Fall sein kann. Auf der rechten Seite habe ich nochmal eine andere Definition, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr studiert oder studiert habt, dass WissenschaftlerInnen doch immer sehr stark auf Definitionen pochen. Der Herr Ide, der das geschrieben hat, sagt, Environmental Peacebuilding hat das Ziel, to integrate multiple approaches, also unterschiedliche Herangehensweisen zum Environmental Management. Also ihm geht es mehr darum, es können alle möglichen Environmental Issues sein, also verschiedene Umweltprobleme oder Ansätze, können genutzt werden, um Konflikte vorzubeugen, abzumildern oder dabei zu helfen, dass sich eben Konfliktparteien wieder zusammenfinden. Wie ich schon gesagt habe, das Ganze ist sehr breit. Es kann alles Mögliche beinhalten und es fehlt auch noch viel Forschung meinerseits, um genau zu verstehen, was genau wir lernen können von einem Case Study für ein anderes. Dabei ist es so, dass auch in den verschiedenen Case Studies keine Einheit darüber herrscht, ob es darum geht, dass man Naturschutz nutzt, um Frieden zu schaffen oder durch den Frieden erst Naturschutz möglich macht. Also geht es vor allem darum, die Natur zu schützen. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn ich über eine Grenze hinweg einen Nationalpark baue, oder geht es vor allem darum, dass Menschen anfangen, über ein Umweltthema zu kooperieren? Es mag vielleicht jetzt noch ein bisschen schwammig erscheinen. Ich denke, es wird noch ein bisschen deutlicher, wenn ich die Fallbeispiele vorstelle. Die Frage ist trotzdem immer, und das finde ich auch spannend, ja, eure Perspektive dazu aus der Bildungsarbeit auch zu hören, geht es primär darum, Natur zu schützen, zum Beispiel die Biodiversität, oder sind die Menschen im Zentrum? Und was genau sind die dahinterliegenden Verständnisse von Umwelt eigentlich? Das ist das frage ich mich ja jedes Mal, wenn ich einen Artikel zu Environmental Peacebuilding lese, weil mir das zu wenig im Zentrum steht bis jetzt. Dazu auch die Frage, was ist eigentlich Konflikt? So wie ich das gehört habe, habt ihr wahrscheinlich darüber mehr gelesen als ich. Tatsächlich wird aber auch der Konfliktbegriff in der Environmental Peacebuilding-Forschung zu selten definiert. Also wir könnten Konflikte definieren nach den Eskalationsstufen von Glasl, die von sehr, ja, früher hat man gesagt, latente und manifeste Konflikte, sagt man heute nicht mehr. Wie genau die ersetzt werden, weiß ich nicht so genau. Aber wo es anfängt von einfach einer Verhärtung von Meinungen bis hin zur totalen Konfrontation. Ich will die nicht durchgehen, ich will nur sagen, Konflikt ist nicht Konflikt, das wisst ihr auch. Die Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung teilt ein zwischen Disput, gewaltlose Krise, gewaltsame Krise, begrenzter Krieg und Krieg. Das Konfliktniveau, und das finde ich eben auch wichtig, kann intrastaatlich sein, innerstaatlich oder auch regional. Und die Eskalationsstufe, ich habe es nochmal latent und manifest genannt, auch wenn ich weiß, dass das nicht mehr dem aktuellen Stand der Forschung
entspricht. Also das Konfliktniveau kann sehr kleinskalig sein. Nehmen wir zum Beispiel einen Konflikt um Wassernutzung an einer Grenze zwischen zwei verfeindeten Ländern, dann haben wir gleich mehrere Niveaus, auf denen es sich gleichzeitig bewegt. Auf der einen Seite haben wir die Menschen, die auf der einen Seite vom Fluss leben und die auf der anderen Seite, die vielleicht über eine politische Grenze geht. Auf der anderen Seite geht es da, auf der einen Seite geht es um Wasser, auf der anderen Seite geht es eben auch um diese politischen oder sicherlich auch ethnischen oder ethnisierten Konflikte. Also natürlich werde ich nicht probieren, den Konfliktbegriff hier in seiner Gänze vorzustellen, sondern ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass beim Environmental Peacebuilding für mich sehr wichtig ist, zu gucken, wie verstehen die jeweiligen Autorinnen und Autoren den Konfliktbegriff und unter welchen Umständen, wie gesagt, meine Forschungsfrage, kann Umwelt in welchem Niveau dazu beitragen, dass es ein friedliches Zusammenleben gibt. Auch hier würde ich gerne mit euch darüber diskutieren am Ende. Genauso der Friedensbegriff. Ihr kennt sicherlich alle die Begriffe positiven und negativen Frieden. Ich habe dazu noch mal ein Zitat auch aus meiner Forschungsarbeit mitgebracht, einfach um das noch mal zu illustrieren. Da sagt ein Anführer einer kleinen Bauernvereinigung, der Frieden von Santos, also dem ehemaligen Präsidenten, der den Friedensvertrag unterschrieben hat, ist nicht der Frieden, den wir wollen. Denn zum Frieden, den die Landbevölkerung sucht, gehören soziale, ökonomische und politische Veränderungen. Aber dieser Frieden von Santos bedeutet, die Guerilla zu entfernen, um unser Territorien den multinationalen Konzernen zu geben. Ich habe das Zitat deshalb ausgewählt, weil ich finde, dass es sehr gut zusammenfasst, dass die Unterschreibung des Friedensvertrags zwischen der FARC und dem kolumbianischen Staat zu einem negativen Frieden führt, also einer relativen Abwesenheit von Gewalt, zumindest einer verminderten, aber dass zu einem positiven Frieden eben diese von ihm genannten Veränderungen gehören. Und dazu, das hat er jetzt nicht benannt und das benennt Johann Galtung auch nicht, die Frage, welchen Beitrag kann Umwelt dazu leisten oder welche Sichtweise auf Natur oder Umwelt ist dafür notwendig, damit das auch funktionieren kann. Weil was dieser Mensch hier impliziert, ist, dass die Territorien übergeben werden, um eben dann ausgebeutet zu werden. Ob das so ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Das ist aber die Furcht, die er hier äußert. Also impliziert dieses Zitat schon, welche Art von Naturnutzung da eben diesem negativen Frieden beitragen soll oder zugeschrieben wird. Das heißt, wir müssen auch hier darüber nachdenken, auch wenn wir Texte oder Veranstaltungen zu Environmental Peacebuilding oder Projekten lesen oder hören, welchen Art von Frieden wird angestrebt. Also geht es nur darum, dass Menschen anfangen, miteinander zu reden, oder geht es darum, dass man tatsächlich ja diesen utopischen Zustand eines positiven Friedens erreichen möchte? Auch dazu herrscht in der Literatur relatives Schweigen. Das ist ein bisschen schade. Dazu gibt es natürlich noch weitere Friedensbegriffe, wie zum Beispiel den Alltagsfrieden, der so ein bisschen oft abschätzig benutzt wird. Ich ihn aber sehr, sehr wichtig finde, einfach, dass man sich wenn man in einer Grenzregion lebt, mit seinem Nachbar versteht, auch wenn er eine andere Ethnie oder zu einem anderen Volk oder einem anderen Land gehört. Also auch das ist jetzt ein bisschen Theorie am Anfang, soll dazu beitragen, dass ihr hinterher die Case Studies, die ich euch kurz vorstellen werde, ja besser einordnen könnt, um zu gucken, was ist eigentlich das Ziel von dem Environmental Peacebuilding Approach, den ich wähle. Welche Art von Environmental Peacebuilding kann dazu beitragen, was ich möchte? Wie gesagt, geht es darum, dass zwei Nationen anfangen, überhaupt wieder Kontakt aufzunehmen? Oder geht es darum, dass man einen Alltagsfrieden etablieren kann? Das ist auch sehr wichtig. Und natürlich die Frage, ja, was ist denn jetzt eigentlich dieses Environment in Environmental Peacebuilding? Und auch dazu gibt es, wie ihr euch sicher denken könnt, keine einheitliche Antwort. Ich habe hier auch noch mal was rausgenommen aus meiner
Forschung, nämlich ist ja Environment auf Englisch erstmal ein sehr, sehr weiter Begriff und der kann sowohl Natur als Ganzes beinhalten, als auch einzelne Ressourcen. Und ich habe hier nochmal den Genesungsprozess von einem Rohstoff zu Ressourcen, wie es einmal Altvater nennt, aufgemalt. Also zunächst hat man irgendeine Umgebung und es kann sein, dass da Gold ist und am Anfang, um überhaupt eine Ressource zum Beispiel zu fördern, in diesem Fall Gold, muss man wissen, dass sie dort ist und sie dort gedanklich verorten, bevor man sie dann überhaupt ausbeuten kann. Das endet meistens in großen Löchern, um dann daraus Geld oder Gold zu generieren. Das heißt aber auch immer dann, wenn wir einseitig von Ressourcen sprechen, gehen wir schon davon aus, dass eine einzelne Ressource, ein einzelner, ja, wie ich am Anfang gezeigt habe, sehr rar vorkommender Stoff, dass der mehr wert ist als alle anderen. Es gibt mitunter die Tendenz in der Literatur, dass auch Environmental Peacebuilding sehr stark reduziert wird auf Ressourcen, also auf einzelne Ressourcen wie Mineralien, aber auch manchmal Wasser. Ich finde es ein bisschen problematisch, Environment nur auf eine Ressource zu reduzieren, weil ich glaube, dass es viele andere Herangehensweisen gibt, die einen größeren, ja auch Respekt vor der Natur beinhaltet. Dagegen steht auch dieses Zitat, was von dieser Kaffeebäuerin kommt, auch aus Kolumbien. Sie sagt, warum muss man das Gold aus der Erde holen? Die Indigenen haben es in ihrer Denkweise sehr klar. Der Schöpfer hat das Gold unter der Erde gelassen als eine Laterne. Und es hat eine Menge symbolischer Bedeutung, indem Gold das Gleichgewicht mit der Unterwelt hält, mit dem Wasser, der Sonne. Und wer das Gold aus der Erde holt, der verliert. Also auch hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass eben nicht einzelne Ressourcen notwendigerweise zu Frieden, wie auch immer man den versteht, beitragen müssen, sondern wir auch ganz andere Sichtweisen zulassen, insbesondere, ja, oder vielleicht auch, oder insbesondere, wenn wir in anderen Denkkontexten, also Kosmovisionen arbeiten, gibt es dort auch oft andere, ja, Sichtweisen auf Natur, die nicht so reduktionistisch sind, also nicht so sehr auf einzelne Elemente reduzieren, sondern Natur als Ganzes bewahren. Und ich denke, das ist meine Meinung, dass da der Schlüssel dazu liegt, ob Environmental Peacebuilding langfristig funktionieren kann. Jetzt wird es etwas theoretisch. Also die Forschung zu Environmental Peacebuilding, die es bis jetzt gibt, die habe ich jetzt mal eingeteilt nach einer Forscherin in vier Bereiche. Bei mir steht grün immer für Environment, also für Natur, und rot immer für Konflikt. Es gibt einen Teilbereich der Environmental Peacebuilding Forschung, die sich mit Umweltdegradation beschäftigt, wie sie einen Einfluss auf einen bestimmten Konflikt hatte. Also es gibt irgendwo eine Art von Umweltdegradation. Das kann zum Beispiel wie im schlechteres Wasser, weniger Wasser oder dergleichen heißen. Und das führt oder befeuert einen schon existierenden oder dann neu auftretenden Konflikt. Dann ist Environmental Peacebuilding, kann auch das sein, was wahrscheinlich sich die meisten darunter vorstellen, nämlich dass Natur genutzt wird als Resolution Tool, also dafür, dass Frieden geschaffen werden kann, also wo eine gemeinsame Naturkooperation dazu führt, dass sich Gruppen besser verstehen. Dann kann aber auch die Environmental Peacebuilding Forschung, falls das Forschungsthema für euch relevant ist, beinhalten, dass die negativen Auswirkungen von Konflikten sich auch in der Natur zeigen. Das ist zum Beispiel der Fall gewesen bei Agent Orange. Also, dass im Kriegsfall eben auch die Natur leidet, was dann weiterhin Konflikte hat. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Und ein weiterer Forschungsbereich, der etwas neu ist, den ich auf jeden Fall hinzugefügt habe, ist die Frage, was passiert eigentlich, nachdem ein bewaffneter Konflikt zu Ende ist und welchen Einfluss hat das auf die Natur? Hier in dem Fall zum Beispiel das durch vormals durch Krieg geschützte Gebiete plötzlich Siedler, Siedlerinnen kommen oder Investoren. Das sind
Wie gesagt, das ist ein etwas theoretischer Zugang. Das ist eben die Frage, was wird alles untersucht und was kann da alles reinpassen in diese Environment Peacebuilding Forschung. Huch, das sollte andersrum sein. Eigentlich sollten das nach und nach erscheinen. Auch das nochmal etwas theoretisch. Es sollte nicht euch so erschlagen. Das sind auch wieder ja, theoretische Zugänge. Ich werde da nur kurz durchgehen, um nicht die zu langweilen, die sich nicht so gerne mit Theorien aufhalten. Das ist nämlich verschiedene Debatten, nämlich die Frage, ob Resource Scarcity, also die Ressourcen, also wenig Ressourcen zu Konflikt führen oder zu Kooperation oder zu viel, also die Ressourcenfluchtheorie, die wir ganz am Anfang gehört haben. Die Mechanismen, die da wirken, sind auf der einen Seite, dass Forscherinnen und Forscher sagen, dass zu wenig Ressourcen dazu führen, dass die Menschen Angst haben, zu wenig zu haben und dadurch große Unsicherheit haben, dass das zum Konflikt führt. Das ist auch eine ja, Narrative, wie ich sie nenne, die halt sehr häufig auch durch Medien geschürt wird. Also in Zeiten von Klimawandel wird es weniger Wasser geben, deshalb müssen wir alle Angst haben vor Konflikt. Das ist eine Narrative. Eine andere ist eben, dass es gibt zu viel Ressourcen, also zum Beispiel Gold. Dies führt über verschiedene Mechanismen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, auch zu Konflikt. Und die Frage des Environmental Peacebuilding ist eben, ob nicht beide Vorstellungen, egal ob wir jetzt von einem Resource Abundance oder Resource Scarcity reden, dazu führen können oder unter welchen Umständen sie dazu führen können, dass die Menschen miteinander zusammenarbeiten und kooperieren, um hinterher ja, besser zusammenzuleben. Und das ist, wie gesagt, der obere Teil, der sehr viel neuere Bereich. Deshalb gibt es dazu auch sehr viel weniger Forschung. Und ja, da werden wir jetzt ein bisschen reingehen. Das sollte nicht so sein. Auf der Environmental Peacebuilding Konferenz, die vor 2 Jahren stattgefunden hat, haben wir mal aufgezeichnet, wo die Case Studies überall herkamen, die dort vorgestellt wurden. Wir sehen, dass sie aus sehr unterschiedlichen Teilbereichen kommen, mit einem, ja, nee, man kann gar nicht sagen, mit einem über, mit besonders vielen im globalen Süden. Wir sehen besonders viele aus Kolumbien. Das hatte aber, glaube ich, mehr mit einem regionalen Forscherinnen-Team zu tun und auch einige zu Israel-Palästina. Ansonsten gibt es sehr unterschiedliche Forschungen aus sehr vielen Bereichen, was ich sehr begrüßen kann. Und die Idee eben voneinander zu lernen und zu gucken, was können wir von welchem Projekt ja, lernen. Dabei sind, wie gesagt, auch sehr viele Studien mit sehr unterschiedlichen Ansätzen. Ich würde euch dazu einladen, das hätte ich gerne mit euch live gemacht, dass ihr für die folgenden Case Studies, die ich vorstellen werde, euch diese Tabelle mal abschreibt oder wie auch immer ausfüllt, nämlich für die Case Studies kurz notiert, welches ist das Friedensverständnis, was dort angestrebt wird, um welchen Konflikt handelt es sich, also ist es ein innerstaatlicher, ein intrastaatlicher, ist es ein latenter oder ein manifester Konflikt. Was ist auch das Umweltverständnis, was dahinter steht? Also handelt es sich um eine Ressourcenkooperation oder um einen Nationalpark? Und was ist eigentlich das Ziel? Geht es darum, Natur zu schützen oder Frieden zu bauen? Und wie schätzt ihr die Erfolgschancen ein? Also wenn ihr mögt, könnt ihr euch das ja mal auf einen Zettel schreiben. Dann könnten wir das als Diskussionsgrundlage für hinterher benutzen. Das ist aber immer ein bisschen, also sehr viel einfacher, wenn man sich sieht. Das mache ich mitunter auch mit meinen Studierenden. Also wenn ihr da mitdenken und mitschreiben wollt, sei dies eine Möglichkeit, um eben nicht so zu tun, als würde ich euch die Welt erklären, was sicherlich nicht mein Ziel ist. Ich warte noch mal eine Minute, falls es die Menschen gibt, die das noch fertig schreiben wollen oder gerade noch einen Zettel rauskramen. Also, wie gesagt, wenn ihr das mitschreiben möchtet, können wir darüber hinterher gerne diskutieren in den einzelnen Fallstudien. Als erste Fallstudie, die ich ausgewählt habe, wie eben Natur und Frieden zusammenhängen können, ist ja wahrscheinlich das Klassischste, was einem so einfallen kann, sind die sogenannten TBCAs, also Transboundary Conservation Areas, also zu Deutsch transnationale Schutzgebiete, von denen es
mittlerweile über 200 gibt. Die einigen mögen sie bekannt sein als Peace Parks. Das ist eine Initiative, die wurde in den 1990er Jahren vor allem in Afrika, im südlichen Afrika gegründet. Steht heute auch häufig in der Kritik. Insgesamt stehen ja sehr rigide Naturschutzmaßnahmen sehr stark in der Kritik, weil eben dafür oft Menschen umgesiedelt werden und damit durch neue Konflikte geschürt werden. Trotzdem habe ich das jetzt hier am Anfang gewählt, weil es eben darum geht, man sieht es hier im südlichen Afrika, dass man Gebiete, die zusammenhängen, ich glaube, das ist das hier, wo zum Großtiere zum Beispiel migrieren. Ich glaube, hier geht es um Elefanten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass die natürlich an keiner Grenze anhalten, sondern dass die ihre Habitate, ihre Wasserlöcher mal auf der namibischen und mal auf der botswanesischen Seite suchen. Noch viel extremer wird es natürlich hier, wo wir sehen, dass es über mehrere Länder hinweg geht. Das ist ein Ansatz, da geht es erstmal darum, natürlich, dass Naturschutz sich nicht an administrativen Grenzen misst, also dass es den Vögeln, den Elefanten, wem auch immer ziemlich egal ist, hat aber auch den Nebeneffekt, dass eben dadurch eine Diskussionsbasis zwischen Ländern schon mal geschaffen wird. Man muss eben gucken, wie man da zusammenarbeitet. Man muss aber auch sowas lösen wie Schmuggel und Grenzkontrollen und dergleichen. Gemeinsame Administration und sowas. Also das ist, wie gesagt, die klassischste Herangehensweise, dass zwischen Ländern eben durch gemeinsame Naturschutzgebiete Frieden geschaffen werden kann. Ein anderes Beispiel ist hier zwischen Ecuador und Peru. Das ist auch ein Beispiel, wo ich mich ein bisschen besser mit auskenne. Dort gab es einen Konflikt zwischen den 1990er und 2000er Jahren zwischen Peru und Ecuador, wo es um ein Stück Land ging. Und dann war die Idee, ich glaube, sie war sogar von Johann Galtung etabliert, aus diesem Stück Land ein gemeinsames geschütztes Gebiet zu machen. Hat nicht so gut funktioniert, aber die Idee ist auf jeden Fall sehr schön, dass man die Grenzgebiete gemeinsam schützt und dadurch gleichzeitig für einen Schutz vor internationalen Konflikten hat. Ein anderes Beispiel, was auch in die Idee der Peace Parks geht, das ist jetzt ein bisschen spezieller, sind Geoparks. Das ist da geht es darum, geologisches Erbe, also Steinformationen zu schützen und aber auch zugänglich zu machen. In dem Fall haben wir den Moskauer Faltenbogen, aber auch bei den Geoparks gibt es verschiedene Beispiele international. Wie viele es sind, weiß ich nicht genau, wo es eben darum geht. Ihr erinnert euch an das Zitat, dass eben Berggrenzen sehr selten sich an administrativen Grenzen messen und dass es das dazu Sinn macht, zusammenzuarbeiten. Dies wird in Europa sehr stark auch von Interreg, also von der EU gefördert, aber auch die UNESCO fördert das sehr stark, dass es da eine gemeinsame Vermarktung von diesen Geoheritage, also geologischen Erbe, gibt, um ja auch Frieden zu schaffen. In dem Fall von diesem Moskauer Faltenbogen geht die Geschichte auch schon zurück bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es ist schon eine sehr lange Anbahnung gewesen und war halt auch, ja, es war auch immer wieder Grund für diplomatische Zusammenarbeit in verschiedenen Zeiten. Also das ist ein sehr ursprüngliches Beispiel. Das Beispiel gibt es auch schon länger, als es Environmental Peacebuilding Forschung gibt. Also auch hier wieder der Vermerk, es gibt nicht erst Environmental Peacebuilding, weil es Environmental Peacebuilding Forschung gibt, sondern es hat es schon immer gegeben. Die Frage ist jetzt, wie kann man das heute sichtbar machen? Das ist etwas, das kann sich in bestimmten Kontexten anbieten, sowas zu etablieren. Allerdings gibt es jetzt auch gerade eine sehr neue, schöne Studie dazu, die sagt, die funktionieren eigentlich nur, also die Transboundary Conservation Areas, wenn sie bottom-up sind. Also sie funktionieren in ihrer Umsetzung für alle besser, wenn die Menschen vor Ort sagen, sie möchten zusammenarbeiten, weil sie zum Beispiel eine ähnliche Kultur haben, vielleicht sogar eine ähnliche Sprache. Sie funktionieren nicht so gut, wenn jemand aus der Hauptstadt sagt, jetzt machen wir hier mal.
Aber auch da wäre es schön, noch mehr darüber zu erfahren, was man da noch zu lernen kann. Ein ganz anderes Beispiel ist ein Beispiel, was ein Herr Osseini Kalidou erforscht hat. Das, was ich jetzt sage, habe ich noch nie besucht. Ich kenne nur seinen Artikel. Der guckt sich an, wie dieser Gummibaum, dieser, ich glaube, er heißt Gummibaum auf Deutsch, im Niger dazu führen kann, dass dort Konflikte gemindert werden. Also er arbeitet in einer sehr ariden Zone mit sehr vielen Konflikten, die unterschiedlichen Ursprungs sind. Und er untersucht, ich habe ihn mal kennengelernt tatsächlich, wie diese Plantagen, die er gerne durch internationale der Boden auch verbessert wird durch diese Bäume, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auch in Zeiten des Klimawandels ist trotzdem eine Möglichkeit gibt, bewahrt, sich bewaffneten Gruppen anzuschließen. Das ist, also der Mensch, der das geschrieben hat, wie gesagt, ich fand ihn sehr sympathisch, hat auch einen Preis für seine Arbeit bekommen, weil es eben ein Beispiel dafür ist, dass es nicht immer nur an Landesgrenzen passieren muss. Das ist auch eine Herangehensweise, die vielleicht für viele aride Regionen auf der Welt mit dem Baum oder mit einem anderen sehr relevant sein könnten, einfach über solche nachhaltigen Naturnutzungsstrategien Frieden hervorzurufen oder zumindest Konflikte zu prävenieren. Ein weiteres Beispiel, was auch unter dem Environmental Peacebuilding-Forschung läuft, ist von Nina Engwicht, einer Jugendforscherin der Friedensakademie aus Koblenz-Landau, wenn ich das richtig verstanden habe. Die erforscht auch andere, es ist nur das Beispiel, wie eben Diamanten auch zum Friedensaufbau beitragen können. Das ist hier, glaube ich, in Liberia, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dabei geht es eben darum, dass hochpreisige natürliche Ressourcen, wie ich das ja auch in Kolumbien gezeigt habe, sehr häufig zur Finanzierung von Bürgerkriegen beigetragen haben. Also Blutdiamanten haben ja durch den Film für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und sie sagt, oder sie hat erforscht, wie eben die Nutzung von Kleinbergbau auch zum Frieden, also mehr im Sinne eines positiven Friedens, einfach Einkommensmöglichkeiten schaffen kann für Schürferinnen und Schürfer, und es eben nicht im Zusammenhang mit den bewaffneten Gruppen sein muss. Ein Kollege von mir, der macht eine ähnliche Forschung auch zu Kleinbergbau in Ghana und im Kongo, und auch er kritisiert, dass die Forschung sich viel zu sehr mit diesen bewaffneten Gruppen beschäftigt und gar nicht ausreichend in Betracht zieht, dass nicht jede informelle Schürfung durch Kleinbergbau immer mit bewaffneten Gruppen einhergeht. Das ist natürlich ein Punkt, da muss ich mir als Forscherin natürlich auch an die eigene Nase fassen und schon auch sagen, dass wir auch ja das suchen, was wir erwarten. Das heißt, in dem Fall, und das finde ich eben auch wichtig am Environmental Peacebuilding, wir fokussieren uns ja auch sehr gerne auf sehr sensationelle Sachen. Und das ist eben beim Environmental Peacebuilding, wir gucken nach Möglichkeiten, wo etwas passiert, was wir als positiv darstellen können und wovon andere lernen können. Deshalb finde ich, ist Environmental Peacebuilding für mich auch schon ja eine Art ethische Herangehensweise zu Forschung, dass man wegkommt von dem, ja, so einem Katastrophen Akademiker sein, hin zu einem, ja, es sind vielleicht kleine Schritte, aber trotzdem führen sie dazu, dass wir das, was manchmal als nachhaltige Entwicklung beschrieben wird, einfach besseres Zusammenleben mit der Natur und mit anderen Menschen erreichen können. Ein anderes Beispiel, was ich auch persönlich nicht kenne, steht da unten der Artikel, aus dem ich es raus habe, ist das sogenannte Good Water Neighbor Project. Da geht es darum, dass gemeinsame Wassernutzung zwischen Palästina und Israel
zur Zusammenarbeit genutzt wird. Da wird insbesondere, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Schulklassen gearbeitet, die einfach in der Schule über eine Zusammenarbeit um das Thema Wasser zu einer Kommunikation und hinterher auch einer Kooperation führen sollen. Allerdings weiß ich auch, dass beziehungsweise bestimmte Gruppen da nicht teilnehmen dürfen, weil die politischen Fronten zwischen den beiden genannten Ländern doch relativ verhärtet sind. Ansonsten ist diese gemeinsame Nutzung von Wasserressourcen, wenn wir jetzt bei dem Ressourcenbegriff bleiben wollen, sehr oft eine sehr nützliche Variante. Also es gibt da auch eine quantitative Studie zu, die geguckt hat, dass die gemeinsame Nutzung von Wasser sehr oft dazu führt, dass Gruppen zusammenarbeiten, weil es einfach so so vital ist, so weiter ist. Überlebensnotwendig, das ist das Wort auf Deutsch, dass man dann auch zusammenarbeitet. Also diese gemeinsame Wassernutzung ist in vielen Fällen sehr gewinnbringend, wie gesagt. Da weiß ich nicht, wie das derzeitige Projekt ist, aber die probieren es mit Bildungsarbeit zu verknüpfen. Ist, glaube ich, sehr kleinschrittig und müsste man mal nochmal nachgucken. Ein anderes, das ist so ein bisschen mein Lieblingsprojekt, Nature Has No Boundaries heißt das. Das ist ein Artikel von einem Franzosen und der, wie man hier sieht, ist ein arabischer Mensch, der eine Eule im Arm hat und in der Region, wo er arbeitet, auch zwischen Israel und Palästina, soweit ich das weiß, gibt es eine sehr starke Mäuseplage und diese Mäuse essen das ganze Gemüse auf, was die Menschen dort pflanzen und da in der Region alle Bäume gefällt werden, sind eben auch diese Eulen verschwunden. Und dadurch, dass er, also dieser Forscher, probiert hat, diese Nistkästen zu bauen, sind die Eulen zurückgekommen und haben angefangen, die Mäuse wieder zu fressen. Diese Eulen migrieren sehr stark und fliegen überall hin, natürlich auch über die Grenzen. Und dadurch, dass sie halt an verschiedenen Stellen diese Nistkästen gebaut haben, konnten sie dann dafür sorgen, dass insgesamt diese Mäuseplage zurückgegangen ist, ohne dass sie so starke Pestizide nutzen mussten. Das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Projekt, was er mit Menschen von den verschiedenen Religionen zusammen gemacht hat und was eben sehr gut zeigt, wie man das auch verbinden kann, also Naturschutz und die Herstellung von Lebensbedingungen, die für Tiere eben auch gut sind, um insgesamt ein besseres Zusammenleben zu haben. Das ist natürlich ein sehr schönes Beispiel, von dem man sehr viel lernen möchte, eben weil es so gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob es immer so gut geht, aber ich finde es sehr inspirierend, dass das so erforscht wurde. Und ich finde es auch aus Forscherinnenperspektive spannend, dass eben diese Objektivität, die ja sonst so oft in der Forschung gefördert wird, ganz klar nicht beachtet wurde. Also sich ganz klar einzumischen und zu sagen, wir brauchen diese Brutkästen, die man hier im Hintergrund sieht, und wir bauen die mit. Wir erforschen nicht nur, wie diese Vögel fliegen, also der Erforscher ist tatsächlich Biologe, sondern wir arbeiten da zusammen. Das finde ich deshalb ein sehr, sehr spannendes Beispiel und da bin ich auch immer so ein bisschen auf der Suche, gibt es davon noch mehr, kann man davon lernen für andere Umstände, für andere Umweltprobleme, die es auch gibt. Als nächstes habe ich hier auch ein Bild genommen vom kolumbianischen Friedensprozess. Über Kolumbien habe ich schon gesprochen. Hier wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass in Kolumbien, man sieht hier den ehemaligen Kommandanten der FARC und Juan Manuel Santos, dass die viele Friedensverträge immer noch vor allem so aussehen. Also viele Männer schütteln sich gegenseitig die Hände und es geht um einen formalen negativen Frieden. Aber in der Umsetzung kommt damit dann oft wenig an. Das kommt eben auch aus einer Zeitschrift, in der geht es um Frauenrechte. Und ja, auch die Rechte von Frauen und auch teilweise Naturnutzung wurde in dem Friedensvertrag, der geschlossen wurde, mit thematisiert, aber lange nicht genug. Also die meisten Friedensverträge, wenn eure
Gruppierungen da irgendwie Einfluss haben, thematisieren Naturnutzung nicht, wodurch eben nach Friedensverträge neue Konflikte um die Naturnutzung entstehen. Das nur dazu. Und dann natürlich noch eine ganz andere Art von Environmental Peacebuilding, nämlich, ich sag mal, ein traditionelles Environmental Peacebuilding, was es schon immer gab. Das hier heißt jetzt Tarabandu und ist, Moment, woher war das? Eine Fall aus einer Insel neben Indonesien irgendwo. Timor-Leste, genau. Und das ist aber jetzt für mich nur ein Beispiel für viele andere traditionelle Herangehensweisen, wo es schon immer zwischen Menschen bestimmte, in der Wissenschaft sagt man, Institutionen, also Verabredungen gegeben hat, wie man mit Natur umgehen kann, um auch immer wieder zusammenzukommen. Also die treffen sich an diesem Stamm, um bestimmte Frieden zu schaffen oder sich an bestimmte Regeln auch zu halten oder dergleichen. Also die traditionellen Nutzungsformen, und die gibt es in den Anden, die gibt es in Timor-Leste, aber die gibt es auch in Südniedersachsen bei meinen Onkel und Tanten. Diese traditionellen Formen, wie man eben mit Natur umgehen kann, auch ganz lokal, können auch dazu beitragen, dass eine gemeinsame Zusammenarbeit um einen bestimmten Bereich dazu beitragen kann, dass sich auch vormals konfliktive Parteien doch dann wieder zusammenfinden und auch zusammenarbeiten können. Also neben den großen und groß etablierten Formen, die auch sehr sichtbar sind, gibt es natürlich überall auf der Welt sehr, sehr viele, sehr kleine Beispiele. Sehr oft sind sie weiblich, wo Menschen einfach über Grenzen hinweg oder über Konflikte hinweg trotzdem zusammen Natur nutzen, ob es jetzt zusammen Wassernutzung ist oder gemeinsame Gartennutzung oder was auch immer, einfach um gemeinsam an etwas zu arbeiten. Das steht weniger im Zentrum der Forschung, bekommt auch weniger Aufmerksamkeit. Aber trotzdem finde ich es auch wichtig, das an verschiedenen Stellen immer wieder hervorzuheben, um zu zeigen, dass das nicht weniger wichtig ist, einen Alltagsfrieden zu etablieren als einen großen formalen. Als letztes Beispiel, das ist von auch meinem Kollegen aus Gießen, der beschäftigt sich mit dem Aralsee. Das ist wahrscheinlich der verseuchteste See auf dieser Welt. Oder es war mal ein See, der wurde sehr stark übernutzt. Also man sieht ihn hier zwischen Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan und Kirgisistan. Dort gibt es den Aralsee, der lange sehr stark benutzt und übernutzt wurde, um Baumwollplantagen zu bewässern. Und alle möglichen anderen Umstände haben dazu geführt, dass dieser See heute so aussieht. Also es ist überhaupt gar kein See mehr. Und das wissen die Menschen natürlich auch nicht erst seit gestern, sondern spätestens, also auch schon während der Zeit der Sowjetunion, gab es hier, da sah man die Notwendigkeit eben, damit zu arbeiten. In dieser Region ist zum einen die Fischfangindustrie, die man hier hinten noch sieht oder man hier das Boot noch sieht, natürlich eingegangen. Aber es gibt natürlich wegen der Chemikalien, die auch auf den Feldern benutzt wurden, sehr viele Krankheiten und andere Umweltprobleme neben fehlender Arbeit und dergleichen. Das ist natürlich eine große Katastrophe. Trotzdem kann man auch von dieser Katastrophe lernen, weil nämlich um diesen Aralsee, weil er eben die verschiedenen Länder beinhaltet oder an ihnen dran liegt, es zu einer Kooperation zwischen den anliegenden Ländern gekommen ist. Das heißt, die Turkmenistan, Usbekistan und Kasachstan haben eine Institution gegründet, um gemeinsam damit umzugehen. Ich finde das auf der einen Seite natürlich ein sehr trauriges Beispiel, auf der anderen Seite schon auch sehr inspirierend, wenn man auch eben daran sehen kann, dass auch Umweltdegradation dazu führen kann, dass Staaten in dem Fall gemeinsam arbeiten, zusammenarbeiten, neue Gruppierungen gründen, um ein Problem gemeinsam zu lösen. Auch sowas bin ich der Meinung, dass das wahrscheinlich auf lokaler Ebene funktionieren könnte. Das ist jetzt die Folie von meinem Kollegen. Ich habe die übernommen, deshalb ist die auf Englisch. Er hat sich nämlich gefragt,
ob das jetzt eigentlich ein Erfolg ist, dieses Environmental Peacebuilding am Aralsee. Und er hat das schön aufgegliedert in verschiedene Bereiche. Und politisch, ja, hat die Zusammenarbeit dazu geführt, dass es neue Institutionen gegründet wurden. Ökonomisch ist es immer noch schwierig, Arbeit zu finden. Es gibt den sozialen Aspekt, hat er sich noch angeguckt. Und für die Umwelt selber ist es natürlich immer noch ein großes Problem. Also in diesem Fall hat die Umweltdegradation zwar dazu geführt, dass Menschen zusammengearbeitet beziehungsweise Staaten oder Regionen. Aber das Umweltproblem sind Environmental Peacebuilding, wenn wir über Erfolg reden wollen. Ja, und das ist natürlich die letzte Frage, die ich ja auch schon am Anfang gestellt habe. Also welche Art von Natur oder Naturnutzung führt eher zu welcher Art von Frieden als zu einem anderen Konflikt? Das ist natürlich eine sehr große Frage, über die kann man wahrscheinlich auch Buchbände schreiben. Trotzdem würde mich dazu eure Meinung interessieren, aus eurer Perspektive, die eher aus dem sehr viel praktischeren Bereich kommt als ich. Und als Ende und als ja sozusagen kleine Anregung nehme ich immer noch gerne dieses Bild aus dem Katapult Verlag, nämlich dass ich der Meinung bin, dass wir wahrscheinlich einfach ein Umdenken von unserem Mensch-Umwelt-Verhältnis brauchen. Also nicht nur den Mensch im Zentrum zu sehen und zu gucken, wie kann die Natur uns eigentlich dienlich sein, sondern den Menschen einfach als Teil der Natur zu begreifen und daraus zu überlegen, wie würden wir dann handeln, wenn wir uns einfach als Natur sehen.